So, wir sind erst angekommen auf dem Platz hier. Wir sind am Ontario. Da ist der Nico, da ist der Tobi. Hier haben wir schon ein Zelt hingebaut. Da steht unser Auto. Ja, die Routen haben wir natürlich zuerst rausgeschmissen in dem ganzen Chaos. Ja, und was soll ich euch sagen? Da unten steht der Adi. Ohne Futter. Und ist ohne Futter schon wieder am Drillen. Die kennen die Perlchen noch. Unsere Freunde. Wahnsinn. Adi in Action. Oh, der Adi, da ist er. Unglaublich. Ja, wie gesagt, da oben herrscht das Chaos, das pure Chaos. Weil wir gerade erst angekommen sind. Wir haben zwar den Cup mitgefischt, aber hier auf dem Platz sind wir jetzt umgezogen. Beim Cup haben wir übrigens die 7. Position belegt, aber wir hatten den, naja, der Platz war eigentlich nicht so gut, haben aber trotzdem 12 Fische fangen können. Alle zwischen 17 und 20 Kilo. Und hier haben wir den Adi schon im Fight. Bestes Fangwetter. Und ich denke auch ein guter Fisch. Oder ich habe zu lange keine Fische mehr gefangen. Ja, Adi, die haben gut gekämpft auch da drüben beim Cup jetzt. Abwarten. Aber du weißt, wenn das nicht zappelt oben, Frank, dann ist es meistens war, gut. War ein schöner Biss, kann ein guter sein. Gut, ich will noch mal hier rüber. Nico, der Bernd letzte, und der Hannes sind auch dabei. Der letzte, wo du dein Boilie dran gemacht hast. Kommt der Nico deinen Hang runtergerast? Ja, yeah, jetzt geht los. Komm, gib Vibe. Ja, wir haben Spaß beim Angeln. Ohne Futter, without feed. Aber eine gute Perle dran, ne? Ja, Prälinchen. Ob eine Protein oder eine Fisch? Protein. Fisch haben wir abgemacht. Jalla. Und sich unter durch. Der Bernd ist unser Maskottchen, oder Bernd? Warte mal, der erste Fisch. Adi voll in Action. Jalla. Was habe ich das gemisst, Junge? Was habe ich das gemisst? Er wehrt sich aber. Deine Turbo. Ein Turbo ist das. Ist doch ein schöner. Ja, Nico. Hey. Super Fisch, der hat locker 20 Kilo. So, Jungs. Ja. Noch mehr Wasser. Go. Let's go. Hast du die Rute? Oh, da haben wir den ersten schönen Schwinger. Und was hat er in den Mund? Eine Zeig das mal. Zeig das mal. Stimmt. Zeig mal die Perle. Eine schöne Praline. Ah, da hängt er. 21,3. So, jetzt beginnt die Raubtierfütterung. Voll Gas. Wir geben alles. Na Bernd, was ist da drin? Jalla. Vollgas, Nico. So. Schäufelchen. So, da kriegen sie jetzt mal von uns so ein Eimerchen. Ein kleines. Vom Adi, vom Nico und von mir. Tobi und der Hannes, die sitzen auf dem Platz neben uns. Die haben, glaube ich, schon gefüttert. Die waren schon fleißig. So, und jetzt werden wir beginnen. Es ist später Nachmittag, wir haben jetzt so langsam alles aufgebaut. Adi haust und wohnt wie der Baron. Ein Blick über den See, über den Ontario. Da wohne ich. Hier drin, da ist mein Bettchen. Alles fein gemacht hier. So, und gleich beginnen die Spiele. Ja, Long Range wieder mal. Aha. Long Range. Was für Routen angelst du da, Papa? Mit Nighthawk Spot wieder mal. Das sind echt meine Lieblingsrouten fürs Weiterangeln. Gut 30er Fluffisch. Wir haben noch nichts gefüttert. Aber der zweite Fisch jetzt schon. Der Adi hat schon einen gehabt eben mit 21,3. Und der Papa ist jetzt als nächstes dran. So,
Hier wieder der Glücksbringer vom Papa. Gucken, ob der die Woche auch den einen oder anderen dicken Fisch beschert. Zum Wetter. Die ganze Zeit war es eher sonnig. Jetzt ist es ein bisschen abgekühlt, windig. Und soll vielleicht noch Regen geben. Aber wir haben jetzt Mai, da ist das natürlich perfekt. Fische fangen noch nicht an mit dem Laichen. Das heißt, da kann es ordentlich vorwärts gehen. So, diese Technik vom Papa, die verwenden wir gerne dazu, die Fische ein bisschen umzulenken. Das heißt, wenn sie ein bisschen zu weit nach links oder rechts laufen. Der wollte gerade zum Nachbarn laufen. Ja, zum Nachbarn gehen. Und da ist ein Kabel gewendet. Da ist das immer ganz gut, wenn man da ein bisschen den Druck verändert, sozusagen. Ich glaube, ich habe aus dem Gefahrenbereich schon draußen. Perfekt. Adi ist auch schon am Start. Keschermeister. Ready to rumble. Kleine Bernd, der füllt uns das Kanu gerne mal. Sehr gut machst du das. Oh, da ist er. Aber ein schöner Fisch. Super schöner Fisch. Das ist die Zukunft vom See. Guck mal, was der für einen Nacken hat hier. Ja. Und rein geht's. Übung. Adi? Guck mal her, ich bin so froh, dass der Adi mal wieder mit uns mit ist. Ich freue mich, dass ihr mich zulasst hier. Mit das beste Bait der Welt. Sehr gut. Ja, was? Da ist er. Komm, ich schwimme mal ganz kurz rein. Machen wir mal ganz kurz den Hund. Ja, schöner Fisch. So, den werden wir jetzt Schmidtstahl enthaken. Hier haben wir die Werkzeuge, das gute First Aid, um zu verharzen, und unsere kleine Knipsi-Knapsi. Komm her. Im Moment ganz schön gierig hier. Dr. Schmidt. Die löten sich den Haken und das Pony da rein vom Feinsten im Moment. Was wollen wir? So, das war schon. Moment. Fächer gefangen, aber Missgeschicke gibt es immer wieder. Hier nochmal die Montage. Moment. Ja. Weil, wenn wir müde werden die Tage, zeigen wir sowas nicht mehr. Also zeigen wir es lieber jetzt gleich mal. So sieht unsere Montage aus. Mit einem guten Piercer Shothook. Einfach ein Vierer, vier Windungen, 50er Mono. Und mein Blei, das war's. 30er Boilie und ein Big Stop hier hinten. Anti-Dengelschlauch, ja. Alles dabei. Das war's. So. Frank, du machst ihn wieder. So, ich bin hier am Nachbarplatz. Hier ist der Adi und der Frank unterwegs. Man hört's an der Musik. Die älteren Herrschaften. Aber die hauen da anständig Futter heraus. Läuft wie ein Uhrwerk hier. Das kann nur gut werden heute Nacht. Wir haben den ersten Abend. Der Tobi und der Hannes haben den Platz schon mal eingeweiht, beide haben schon ihr Futter draußen und schon der erste Biss. Er hat komplett mit dem Futter gebissen. Mit einem Rudel, komplett auf dem Futterberg. Ich ahne Böses. Eine Stunde, Futter gelegen. Ja. 30er Mummel. 30er Mummel. Wie was anders sei. Sehr schön. Arbeit. Kann doch die erste Nacht anfangen. Das stimmt. Anaconda! Anaconda! Sehr gut. Wie weit ist er noch, Tobi? Ist er gleich kescherbereit?
Ja? Brauchen wir nur noch einen Keschermeister. Da ist er auch schon, der Hannes. Der ist gerade am Futtern. Nee, volle Pulle. Wir geben alles. Der Hannes, der hat schon den einen oder anderen Big Fish im Netz gehabt. Der weiß, wie das funktioniert. Ja, das ist der dritte Fisch bis jetzt. Adi hat einen, Papa hat einen. Ich habe noch keinen. Der Hannes auch noch nicht, aber der Tobi jetzt mit dem dritten. Hä? So, da ist er, die Maschine. Super. 25 plus. Erster Fisch am ersten Abend, direkt auf dem Futterplatz gebissen. Wir haben einen Eimerchen leer gemacht und keine Stunde später der Kollege hier eingeladen. Super. So kann es weitergehen, Jungs. Ein Stand nach Maß. Jawohl. Yalla Yalla Tour ist gestartet. Perfekt. Bilder beginnen. Jetzt sind so ungefähr, was meinst du, Tobi, wie viele Stunden sind vergangen seit dem Füttern? Eineinhalb, zwei vielleicht, hätte ich gesagt. Mhm. Nämlich. Ja. So, und das ist jetzt schon gleich der zweite Biss, den der Tobi bekommt. Innerhalb von 10 Minuten. Ja. Zweiter Fisch. Ich glaube, es wird eine spannende Nacht. Der erste Fisch war ein super Schuppi mit 25,6 Kilo. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was da jetzt wieder dran hängt, würde ich mal sagen. Tobi ist schwer am Pumpen hier. Aber wir hatten schon beigebaggert. Ja, zack. Geil. Perfekt, wunderbar, so kann es weitergehen. Zweiter Fisch. Wenn die Nacht so weitergeht, kriegen wir nicht viel Schlaf. Nee. Mach's gut. Bye bye. Perfekt. Yes. Und der Tobi ist schon wieder am Trillen. Vielleicht hat er da draußen ein Nest entdeckt, Tobi. Kann das sein? Der ist eingefallen da drauf. Das ist den gedeckten Tisch. So eigen gemacht. Lassen Sie sich schmecken, die Tierchen, ne? Absolut. Wieso denn, darfst du nicht mitnehmen, den Tobi? Der fängt mir alle Fische weg. Ich glaube auch. Das ist zu gefährlich. Ich glaube, der fängt sie da draußen ab, Nico. Der macht das ganz geschickt. Abwarten. Bei uns Klosteine geschossen hier. Ja. In das Bomb rein und rüber gefeuert. Eieiei. Was sagen wir dazu? Schlechter Haken gebunden. Was hast du denn da gemacht? Beim Binden gefuscht. So, da ist er, der Tobi. Sieht ihn, glaube ich, nicht richtig jetzt. Mit dem, Tobi, wie viel da ist das bei dir? Vierte Biss. Ja, der vierte Biss. Bester Abend, vierter Biss beim Tobi. Der macht auch ganz mit Randale hier. Mhm. Ich bin gespannt, was da hochkommt. Ich bin auch mal gespannt. In der Zwischenzeit habe ich eben gerade habe ich auch meinen ersten Biss bekommen. Es war leider ein guter Fisch, den ich verloren habe. Aber was will man machen? Da kommen noch ein paar mehr. Hoffentlich ist hier der nächste Dicke. Der Tobi hat ja schon einen von über 25 gefangen. Ja, da ist er ja schon. Kleiner Moment. Wir haben den Kollegen. Schönen Spiegle. Ich schenke mal so 13, 14 Kilo. Ja, wird schon auch tippen. Ja. Jetzt haben wir mal Fisch Nummer 3. Einen haben wir leider vorhin noch verloren. Jetzt gucken wir mal, was die Nacht noch alles so mit sich bringt. Also bis später. Da ist er wieder, der Tobi. Ich glaube, der letzte Biss, das ist der vierte, das ist jetzt der fünfte. Der letzte Biss ist ungefähr 15 Minuten her. Tobi hat sich gerade wieder schlafen gelegt.
und wurde, ich glaube, nach, ich schätze mal, 4-5 Minuten wieder geweckt. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Meine 5 Minuten gelegen. Ja. Und schon ist die Rute wieder abgeschüttelt. Der scheint ein bisschen besser als der vorherige zu sein. Gute Wind, ja. Jetzt also kommen sie gerade von links aus Hütte. Ja, die Route lief jetzt schon zum vierten Mal. Da hat er wieder ein Nest gefunden. Schaut sich da die Reise der Perle einverleibt hat. Schon mal gespannt. So, da ist er. Der fünfte Biss, beziehungsweise vierte gefangene Fisch vom Tobi. Ein schöner Schuppi, den wird er jetzt befreien. Da ist er. Ja, würde ich auch tippen. So, du darfst schwimmen. Das war's. 30er Perlchen. 30er Jalla Jalla Perlchen. Sehr wunderbar. Gut. Sau stark. Perfekt, auf den nächsten. Auf den nächsten. So, was haben wir denn da Schönes? 1. Mai. 1. Mai haben wir heute. Ja, 2023. Sehr gut. Mai ist immer gut. Super Angelmonat. Einen dicken haben wir schon, habe ich eben verloren. Da ist der nächste Schöne im Netz. Oder der erste Schöne nach dem dicken. Ja. Und mal gucken, wie viel er wiegt. Wir haben noch nicht gewogen. Ich halte mal drauf. Wie bitte? Ich halte mal drauf jetzt. Ja. Ich tippe mal so 24, 25 Kilo. 25. Ja, schon ziemlich breit von irgendwie. Ja. Hängen wir einfach mal dran. Okay, bleibt. Ja. Wir melden uns. Wir haben das gute Stück jetzt verwogen. 24,9 hat er. Wir dachten, er hätte über 25 Kilo, hat er aber nicht. Leider nicht. Aber ist trotzdem ein mega Teil. Ein mega schöner Spiegelkarpfen, Adi, oder? Eine markante Zeichen. Ja, den kann man so wieder erkennen. Ein Schuppenbild. Die Brühe ist noch kalt, obwohl wir Anfang Mai haben. Fühlt sich an wie Oktober, ehrlich gesagt. Der hat Power. Da ist er, 24,9. 1. Mai. Also ein bisschen. Ja. Das ist der schöne Sonnenaufgang von dem 1. Mai. Anders am Grillen. Morgen. Der Morgen des 1. Mai. Das ist jetzt der zweite. Vorhin hat er einen schönen Fisch leider geschlitzt. So, mal gucken, was da kommt. Schauen wir mal. Kraft hat er richtig. Momente spielen sich ab. Der Fisch vom Hannes ist jetzt bei uns auf dem Platz. Wir sind jetzt ungefähr von da drüben bis hier rüber so schlappe 100 Meter gelaufen. Und der Fisch nur quer, der hat richtig Power. Oder Hannes, was meinst du? Ja. Ich bin ein bisschen angespannt. Ja? Ich bin angespannt. Bleib ruhig, Brauner.
zurückbleiben. Action. Was? Ah, der hängt oben. Ja. War auch selten, ne? Der hängt an der Seite. Nein, kann passieren. Jo, alles. Aber. Ein Kampf auf Biegen und Brechen. Geil. Und Action, ne? Wahnsinn. Geil. Alles gleich wieder zum Tobi. Der hat eben, während der Hannes gedrillt hat, auch wieder ein Biss gekickt. Ja, es geht richtig vorwärts. Brutal. Tobi, dein wievielter Fisch seit gestern Abend ist das? Der achte. Der achte, oh Gott. Gute Nacht. Gute Nacht gewesen. Ja, jetzt haben sie dein Futter weggefressen. Weggenascht. Kommen denn diese kleinen Fische alle her? Und kleiner, süßer Schuppi. Was ist das für ein Grase? Kleiner Wildkarpfen. Eine Megabrasse. So, guck mal, ihr zwei. Hannes gerade von seinem harten Fight zurück. Geil. Und weiter geht's. Ja, hier unten ist er noch drin. Ja, ich lasse ihn frei. Der Tobi hat schon den nächsten. Oh wei. Ich muss aber erstmal den hier schnell freilassen. Morgen. Morning. Morning has broken. Oh je. Bitte nicht abschalten. Was? Ich habe gesungen eben. Mit meiner gar göttlichen Stimme. Tobi, du hast die Ameisenbande am Start. Ja? Strike. Habt ihr gut gemacht. Tobi. Tag Nummer 2. Das Kamerateam ist auch am Start. Papa hat einen dicken drauf. Direkt im Futter gebissen. Wir haben jetzt circa, wie viel Uhr werden wir haben? 10, 11 Uhr. So, Frank hat gerade eine richtige Kuh drauf. Er hat erstmal 20, 30 Meter Schnur genommen, bevor sie den Frank bändigen konnte. Und jetzt schauen wir mal. Thank you.
Spezialtrimmmethode. Sehr schön, Schmidt Spezial. Da kriegt der Satz, der Weg zum Fisch, ganz neue Bedeutung, Frank. Nee, ist wegen Umlenken, weißt du, dass du nicht zu weit nur, weil so kommen sie mit. Hm. Wenn du schön langsam mit der Fliege mitziehst. Ja, da stehen schon die Jungs zum Keschern bereit. Der Nico hat extra die weißen Gummistiefel angezogen. 49, zack. Achso, Nico, das sind deine Beine. Ich dachte, das wären die Gummistiefel, die da anderen. So, wir müssen kurz den Platz wechseln. So, wir sind jetzt ungefähr 20, 30 Meter nach rechts im Fischen entgegengegangen. Fisch hat richtig Dampf. Mal gespannt, was da gleich hochkommt. Hier kommt unser Band. Ah, hier vorne. Nina, ahoi! Juhu! Hola, le! So, Schmitz im Wasser. Was? Ist vor. So. Ah, jetzt wird die Haareszeit, oder? Der Fisch hat es verdient. Ein Riesenspiegel hat Frank da gefangen. Und jetzt gehen wir mal nach vorne. Nochmal gucken, ob die Flossen noch. Alles gut, Flossen liegen an. Warte, der hat ganz gut an Flossen. Ne? Okay, Flossen liegen an. So. Vor. Ja, nee, du hast gut. Ja, ja. Okay. So. 37,6 Kilo. Bingo, erster Tag hier auf dem Platz. Nee, 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 noch. Leg das mal zurück. Wahnsinn, du. Du hast einen schönen Fisch. Guck mal hier, wie breit das Ding ist. Oh, wow, 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 wow. 37,6 Kilo. Papa ist im Game, erster Tag. Beziehungsweise haben wir die erste Nacht hinter uns, erster Morgen. So muss das starten. Was ein Fisch, Jungs. Wenn ich irgendwie Schatten werfe, Jungs, sagt Bescheid. So, okay. Ich versuch's. Ach, die Scheiße, was ein geiler Fisch. Okay. Boah, 37,6 Geronimo. Da ist ja doch noch Power dahinter. Schießt. Ja. Schnell aufdrücken. Ja, komm. Drücken. Schmalen. Warum guckst du so drin? 37,6, da ist er. Was eine Kanone. Erster Morgen.
Die Jungs sind in Fotostimmung. Schaut hin. Breit wie lang, du? Brett, du. Oder der Deus? Der Deus, passend zum T-Shirt. Aber ein Deus vom Ontario. Ich hätte gesagt, der Deus vom Ontario. Sowas in der Art, gell? Deus ist cool, ja. Deus ist cool. Der Deus vom Ontario, der Armer. Was? Zeig noch mal ganz kurz den Kopf von oben. Der Deus. Guck mal hier. Der Schädel. Hier. Und hier oben sieht man es, glaube ich, sogar ganz gut. Doch, man sieht es gut. Ja? Hat es gut gesehen, glaube ich. Guck mal hier. Ja. Kopf ist größer als vom Papa und der hat schon einen Riesenschädel. Darf ich sagen? Mein Deus vom Ontario. Darf jetzt wieder schwimmen? Der durfte. Jetzt darf er schwimmen. Bye, bye, mein Schatz. Mein Freund. Bis auf bald. Ciao. Tu mal den Kopf ein bisschen anheben, damit man nochmal sieht. Ciao, Bello. Was ein Schädel. Okay. Ja. Die Richtung geht's nach Hause. Bye, bye. Geronimo! Stimme ist weg. Hier ist sowas möglich. Stimme ist weg. Aber halt den nächsten. Weiter geht's. Ich habe meinen Fisch eben leider geschlitzt, ne, aber beim Nico geht's schon weiter. Und schön geschlafen heute Mittag. Ja gut, der Nico hat die ganze Nacht gespumpt. Der Nico war fleißig und deswegen habe ich auch meinen dicken Fisch heute gefangen. Hoffentlich werde ich auch mal belohnt. Hey, ich habe heute einen schönen Schuppi gefangen schon. 23 Kilo Schuppi. Jetzt hier kommt. Auch ein bisschen schneller unterwegs. War der eben auch, aber der hat dann auf einmal hat er sich doch besser angefühlt. Also so ganz klein war er doch nicht. Nee, der ist auf jeden Fall nicht. Nachdem der Nico vorhin den letzten verloren hat, hat er den schon wieder verloren. Und wieder geht der Nico an die Route. Nachdem er leider die letzten drei geschlitzt hat. Mal gucken, ob der jetzt endlich rauskommt. Aber alle guten Dinge sind vier. Sieht ganz gut aus. Bisse. Bleibt dann nach links, dann müssen wir ein bisschen den Winkel verändern, damit wir nicht so brauchen wir immer ganz gerne, wenn man den Druckpunkt ein bisschen verändert, dann drehen sie doch gerne mal. Schneller unterwegs als sie davor, also ist kein schlechter Fischteppich mehr, aber schwieriger. Dreht ziemlich oft.
bald den Hannes sehen. Jetzt. Bei unseren Freunden angekommen. Der Fisch, der läuft schon 150 Meter quer. Wir mussten über zwei Plätze hinweg. Mal gucken, wo er jetzt rauskommt. Ah, da ist er. Ein schönen Schuppi. Den müssen wir nicht dran nehmen. Guck dir mal, der sieht schwer aus. Ist fett. Schieber. Wie Schieber. Der hat ganz coole Flecken da auf der Seite. Schuppen los. So, da ist der Axel. Der Jari mit seinem Hund. Haben uns mal kurz hier Equipment zur Verfügung gestellt. Was hat er, Nico? 22 Kilo. Wie? Bisschen höher hinten? So, gut. Video reicht, glaube ich. Haben wir schon. Super. Fisch Nummer 10. Wir sind jetzt seit ungefähr 36 Stunden da. Knapp 36 Stunden. Nicht ganz. Schöner Spiegel ist eingestiegen. Draußen auf dem weiten Platz. So, hier, wunderbares Tier. Gut 23 Kilo. 30er Jalla Jalla hat es wieder gerichtet. Und jetzt machen wir noch mal schnell zwei, drei schöne Bilderchen. Und dann lassen wir den Kollegen wieder stehen. Okay, da haben wir den schönen Fisch. Der ist sehr zappelig. Echt schöne Schuppe auf der Seite. Ja, Bernd, so ist das cool. So, ich weiß nicht, bei wie vielen Fisch wir jetzt sind, also bis generell von uns Jungs. Aber der Adi ist jetzt auch wieder am Trillen gerade. Was meinst du, Adi? Freche Köder drauf. Freche Köder? Was meinst du? Kettfisch. Nee, oder? Meinst du? Was? Wir bringen die Fische nicht viel ganz. Der Adi gibt direkt. Ihr lasst alle bei die jeder vorbeischwimmen, aber ich hole sie einfach rein. Ja, der hat ihn ganz gut beigebaggert, der Adi. Sag mir, wenn ich grob kommen kann. Ich glaube, ich kann schon, ne? Ja, der Adi hat wieder einen schönen Spiegler gefangen gerade. Und gerade die Ruten vor einer halben, dreiviertel Stunde ausgelegt. Naja, Stunde vielleicht. Lachen und Ansage. 24.1 Kilo. Beautiful mirror. Yalla, yallas again. Super trip with the Schmidt brothers. Son and father. What a beautiful fish. Stunning. Adi ist wieder am Drillen, Papa ist am Keschern gerade. Es beginnt hier zu regnen. Immer noch den zweiten Tag. Wir gehen in die zweite Nacht rein. Ist der nicht wach? Safi ist gesagt. Verdammt du, jetzt fängt es jetzt schon an zu pissen. Nicht nervös werden, Adi. Ja, genau jetzt. Es ist noch nicht. Es ist noch nicht der Zeiler. Nein, ich habe gesagt, es ist er nicht. Aber stark ist er nicht. Ich habe ihn nicht mehr. Gut, den Föhner habe ich. Und Money. Den ist er. Double Boilie, Jungs. Double Boilie. Ja, kannst den schwimmen lassen. So circa 21 Kilo. Da geht er. Da ist der Tobi. Wir haben den
zweite Nein, Nacht? Nein, das war die zweite Nacht jetzt am Platz. Und was sollen wir euch sagen? Hier ist der Zissel wieder. Unser Lieblingsschuppi. Wahnsinn. Ein Riesenfisch. Das ist ein richtiges Monster. Ein Riesenfisch. 33,7 Kilo hat er. Beste Gesundheit. Hat richtig Dampf gemacht. Ist einmal quer durchmarschiert. Hat noch kurz den Nachbar begrüßt. Hat ihn auch mal kurz geweckt. Da stimmt die Länge, da stimmt alles. Das ist mal ein richtiges Brett, der Zissel. Zissel heißt er, das zeigen wir euch dann von der anderen Seite. Aber das ist mal, oder ist es die Zisselseite? Ja, werden wir gleich sehen. Geiler Fisch. So, Tobi. Stunde, da sieht man die Zissel. Das ist die richtige Seite. Der Nico hat den Fisch letzten Oktober mit 34,8 und ich vor zwei Jahren im September mit 29 Kilo. Da ist er, das Zissel, das geile Tier. Was ein Brett, oder Tobi? Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist mal eine richtige Maschine. Da die Zissel ist nochmal. Ja. So sieht ein glücklicher Fänger aus. Yes. So sieht der Zissel aus. Ja. Ja. Das geile Tier. Tobi, sag was. Yes. 33,7 Kilo Schuppenpaue. Wow. Ja. Papa ist wieder am Drillen. Wir haben jetzt grob 1 Uhr. Heute war es ein bisschen ruhiger bei uns. Haben aber auch viel gefüttert. Haben die Sache ein bisschen vorbereitet. Für heute Nacht, weil es soll regnen. Es regnet ja schon. Und dann gucken wir mal weiter im Text. Tobi hat eben 24 Kilo Fisch gefangen, Hannes hat eben einen mit 12 Kilo gehabt. Und weiter geht's. Fühlt er sich an? Keine Ahnung. Muss ich nochmal anfangen. Es war ein Fallbiss, haben wir auch bis jetzt noch keinen gehabt. Das war der erste. Mal gucken, vielleicht ist es ja ein Amur. Nachdem die Nacht bei uns relativ ruhig war, so, ich hatte zwar heute Morgen so einen um die 20 Kilo oder ein bisschen über 20 Kilo. Na, der Adi hatte zwei Fische die Nacht, na, aber wir haben es gestern mit dem Füttern, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Die sind leicht angesättigt, die Fische, aber das war ja unser Plan. Jetzt haben wir den Mittag des dritten Tages und jetzt habe ich während des Regens einen wunderschönen Spiegler gefangen mit 25 Kilo, 24,9, 25 Kilo. So. War ein Fallbiss, wo ich erst gedacht habe, wäre eine Präse dran, so wie es geblieben hat. Ja. Aber es war ein schöner Spiegelkarpf, der, wo den Köder sehr vorsichtig aufgenommen hat. Gebissen hat er wieder auf dem 30er Yala Yala Body. Ne? Gehakt mit dem 4er Shothook. Jetzt heben wir mal kurz an. So. Junge, was? Zack. Am Tag fangen wir es am liebsten. Immer noch total erkältet unter Nico. Mit grippalem Effekt, aber wir kriegen das trotzdem schon hin. So, ich behandle den mit unserem First Aid Spray von Anaconda. Die hat einen Cut hier unten, der ist zwar nicht von uns, aber kann man immer gut machen, wenn man einen Fisch fängt. Im Maul auch noch mal. So, auf der anderen Seite habe ich noch ein paar Kratzer gesehen. Vielleicht fängt ihn jemand morgen schon wieder und dann hat er ja, wieder die Flecken. Wenn ich selbst verwundet bin, dann benutze ich das auch für mich selbst. Achtung, hier hat auch noch ein paar Flecken. So. Okay. Perfekt. Seht ihr noch was? Nee, nee. Wart mal, Tobi, bisschen lauter noch. Ja. Jetzt kannst du reden. Ich sag Fisch Nummer 15. Ein schön spiegel. Ein bisschen über 23 Kilo. Gebissen, wie ich es am liebsten habe, mittags. Kurz zu erwähnen, 15 alleine für den Tobi. Ja, anscheinend sind sie bei mir im Futter jetzt eingefallen. Tobi hat ein Nest entdeckt. Absolut, ja. Heute Morgen noch am Rand, hier ziehen sie sich immer mehr wieder ins Zentrum vom Futterplatz. Von der Seite bin ich mal gespannt, was kommt und den lupfe ich euch jetzt mal kurz an. Ja. Dobi, der fängt so mir gerade vor der Nase weg. Der Halunke. Schau dir mal an, Nico. Ich komm noch mal her. Guck mal hier. So. So.
Heben mal an. Also hier hinten gucken wir. Ja. Ja. Okay, ich mache ein paar Bilder. Double 30 mm. Mit der Schmidt Crew. And of course, yalla yalla. Yalla yalla. Zeig mal. Hier im Topfchen, wo wir mit angeln. Yalla yalla. Yalla yalla. Hello. How are you? It's good to see you. He's coming. Thanks. Chuppi, yeah. Zweimal Yalla Yalla, 30 mm. Wahnsinn. Lange die Wellen. Ja. So ein ganz schlanke. Hier hast du nur Spaß beim Drillen, nicht beim Wiegen, Adi. Guck mal, wie schön die Ruhe liegen, du. Das sieht man heutzutage nicht mehr. Ja, danke, Nico, super. Perfekt. Top. Noch der dritte Nachmittag. Jetzt ist der Nico wieder mal am Drillen, nachdem es den ganzen Tag geregnet hat jetzt. Ja, mal gucken, was da jetzt wieder passieren wird. Ja, aber die Fische beißen. Wir haben gestern richtig gut gefüttert, um die Fische bei Laune zu halten. Aber das war ein bisschen zu gut gemeint. Aber das hat nichts zu heißen. Heute füttern wir mal nicht. Ja, und wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Es regnet dicke Tropfen. Die Buben muss man klopfen. Ja, da kommt das Blei schon. Aber wo ist der Fisch? Nico, guck mal. Schöner. Hat eine Schuppe auf der Seite. Schön mit der Schuppe verbunden. Dankeschön, Tobi. Perfekt. Du hast gerade eingefangen und da rennt der Tobi schon zu seinen Ruten. Der Fisch ist noch da unten. Geile Schuppen auf der Seite. Weiß wieder, wenn es richtig widerlich ist. Ja, es schüttet wie aus Eimern. Mach Nico, das Handy wird nass. Gleich. Bereit? Ja. Wird der Mund verletzt? Da wir zu 21 Kilo haben, machen wir es mal im Schnelldurchlauf. Was ein schön. Ja, das ist geile Schuppen. Zeig mal die andere Seite. Ja, hat sich nicht bewegt. Der Beste. Gib Gas. Das ist die andere Seite hier? Ja, heb mal kurz an. Von der einen Seite habe ich schon gesehen. Oh, hast da hat er auch so eine schöne Schuppen. Super Fisch.
Oh, jetzt ist es mir ins Bein gelaufen. Oh, der hat 22, 23 Kilo, ja. Ganz locker. Weg war er. Guck mal her. Uns regnet wie verrückt. Nächster im Bunde, Tobi. Ja, er ist Fisch Nummer 16. Wie den Spiegler. Ihr seht, es regnet aus Strömen. Wunderschöner Fisch. Hat das Wetter an dieser Stelle komplett ausgenutzt. Die Fische laufen hier auf dem Futterplatz rein im Moment. Deswegen beeilen wir uns jetzt auch ein bisschen, dass wir schnell die Ruten wieder an den Start kriegen. 22 Kilo hat der Kollege. Hoch damit. Das zeige ich euch. Sehr schön. Ja, Nico hat jetzt im Vollregen schon wieder eingelandet, eben gerade. Wir sind eine halbe Stunde später. Hier haben wir das Spray. Moment, wo haben wir es? Hier, das Gute. First Aid. Ja, Nico zeigt uns da noch mal ganz kurz den Fisch. Ja, sehr fein. Gut. Normal muss man ein bisschen hochhalten, aber der ist ein bisschen zappelig. Das wird, glaube ich, nicht. Wir haben einen schönen dicken Bauch, auch wieder. Der andere ist eigentlich sehr schön. Der ist ziemlich kurz. Kurz und dick. Das ist wie die Italia, die andere Seite. Ja, wie Italien? Ja, Italia. Ah, wie die Italia? Ja. Das ist sehr schön. Und mit so einer Rose, weißt du? Wie war das, die Seite? Ja. Nico, hat der weit gebissen wieder oder? Weit kam der noch. War Long Range, ne? Long Range. Siehst du da? Oh ja, was ist ein schöner Fisch hier wieder. Ja. Nico hat momentan die Beauties am Platz. Das ist ein schöner Fisch. Nico lässt ihn gleich wieder schwimmen jetzt. Bye bye. Bye bye. Zwei Ruten außer Gefecht müssen wir jetzt wieder reinwerfen. Da, zwei außer Gefecht. So, die Mannschaft ist wieder im Einsatz. Frank hat den nächsten Fisch, es geht hier Schlag auf Schlag. Im Moment gefühlt alle Viertelstunde pfeift woanders eine Rute ab. Schauen wir mal, was da für ein Fisch nach oben kommt. Ja, wie ihr seht, es regnet noch. Den ganzen Tag sehr bewölkt, Regen, 15 Grad. Ideales Fangwetter. Wunderbar. Im Netz. Perfekt. Frank. Jawohl, was ist das? Spiegle? Bitte? Spiegle? Ja, 60 Kilo, 80 Kilo. Wunderbar, weitermachen. Und wieder ist der Nico am Drillen, es regnet immer noch in Strömen. Aber hoffentlich hört es bald auf zu regnen. Ich liege im Bus mit Fieber die ganze Zeit. Schweres Grippeleiden. Aber das ist halt manchmal so. Aber an der frischen Luft wird es schon besser werden. Nochmal gucken. Ja, der lief ganz langsam draußen, was ich so gesehen habe. Das ist bestimmt ein guter Fisch. Tobi ist schon mit dem Kescher beigeeilt. Ist schon vorne. Das war nicht so groß, wie ich gedacht. Er ist schon vorne, der Fisch. Zack. Hat der Tobi abgeschäppt. Zack hat er, oder? Tobi, zeig mal den Köcher. Jo. Zu dem schönen Fisch, den du da gefangen hast. Ich sehe zwar ein bisschen komisch aus gerade. nach Dauerregen. Aber dafür ist der Fisch umso. Schöner. Ein Wildkarpfen. Sagt zwar immer schöner, aber zu so einem kann man auch mal schön sagen. Ein Sava-Fisch aus der Sava. Richtiger Wildkarpfen hier, richtig lang. Wenn der nochmal hier eine Kiste bekommt, dann
ist das mal ein... Der wird bestimmt noch länger. Wie eine Barbe. Ja, der sieht nicht so aus, als ob er die Form hätte, dick zu werden. Also sieht eher aus. Aber der wird bestimmt Gewicht bekommen und ist auch hier, habe ich ihn gehakt. Und sonst ist er komplett sauber im Maul. Da habe ich ihn gehakt gehabt. Komplett sauber. Super schöner Fisch. Ja, die kämpfen am meisten. Die haben mehr Gas als so ein Riesenteil normal. Ne? Ich hebe ihn jetzt mal nicht hoch. Was hat er? Ja, der zappelt bestimmt so viel, den wollen wir nicht verletzen. Was hat er gehabt, Nico? Der hat 21 bisschen was, ne? 21,7 oder 6. Mhm. Sowas. Ja. 21,6. Da freut man sich echt, wenn man manchmal solche Fische sieht. Ne? Wahnsinn. Ja. Was es für schöne Karpfen gibt. Ganz besonderer Fisch. Cool. Wenn man denkt, wie lang die Matte ist. Ja. Echt schönes Tier. Lass mal wieder frei, ne? Ja. Dann lege ich mit dem nächsten. Das ist auch wieder ein Spiegler. Nochmal. Schöner sauberer Fisch. Hier in einer halben Stunde. Ja, der fährt in einer halben Stunde, ja. Jetzt hängen sie ja. Die Vorfächer geändert ein bisschen. Nur der Fisch, der hat so 22, 23 Kilo. Sag mal, wenn wir oben drauf sind. Schöner. Aber es regnet nach wie vor in Strömen, den lassen wir auch gleich schon. Ja, der ist fit. Ich bin jetzt von Mono auf Geflochten umgestiegen. Greifei. Weiches Material und es funktioniert bis jetzt. Bis hierhin. Allerdings. Smiley. Flick, flick. Flick, flick. Ja, perfekt. Okay, schon dabei. Welcome, my friends. Was haben wir denn hier schon wieder? Ein Schuppi mit 26,6 Kilo. Der hat drangehangen da draußen wie ein Klumpen Zement. Und dann hat dann Nico seine eine Schnur eingesammelt. Hat so verpalzt, verheddert, gegrollt. So, aber zu guter Letzt kam er dann auch raus. Und ein makelloser Schuppi mit sogar fast sauberem Maul. Hat schon leicht dabei, würde ich sagen, weil er unten Bäuche hängen hat, so ein kleines, weil es eigentlich ein langgestreckter Fisch. Wie man sieht hier. Aber ich halte ihn jetzt mal ganz kurz hoch. Mal gucken, ob ich ihn hochkriege. Das kriege ich. So. Ah, echt schöner Fisch. Geil, oder? Mhm. Jetzt wieder zappeln. Mhm. Die hat schön Biss jetzt gerade. Hat leider seine Slipperies nicht angehabt. Hat einen Moment gebraucht, aber er hängt. Ja, Adi. Technik geändert. Still in fight. Yeah. Good Chuck. Morning. Was ist heute drauf, Adi? Jetzt haben wir erstmal die Weite geändert. Und die Boilie-Größe. Und siehe da, schwuppdiwupp. Ist einer eingestiegen. Ah, die hat mal schnell einen 24er drauf. Oh, zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Ja. Wir hatten jetzt über 24 Stunden Dauerregen. Richtig kalt, ekelhaft. Zum Glück haben wir nicht ganz so viele Bisse gehabt. Gebissen hat es zwar, aber wir sind mehrfach mal erst geworden. Jetzt hört es endlich auf. Es klart ein bisschen auf da hinten. Schöner mit 26. Nein, war das klar? Ja, 26,6 hatte ich einen. Schönen Schuppi. Und letzten, den ich hatte, war der Breme. Und der Nico hat so einen 25 Kilo Graser gehabt. Eine Amorette. Zum Glück kurz vor den Füßen ausgestiegen. Jetzt muss man mal schnell die Seite wechseln. Er ist wieder unter meinen Schnüren durchgelaufen. Adi wollte mich wieder sabotieren gerade. Aber hat er nicht. Schön brav durchgefädelt. Es ist so kalt, dass der Nico hier mit dem Snowy All rumrennen musste. Ja, gleich kommt der Fisch.
Ich sehe was. Spitzrücken, würde ich sagen. Aber ein schöner. Adi? Adi hat jetzt den nächsten an der Leine. Der Videomann, Nico. Eben hat es auf die mittlere, glaube ich, gell? Und jetzt auf die rechte. Sie räumen ab. Was kannst du uns zum Frühstück sagen, Adi? Was? Was kannst du uns zum Frühstück sagen? Was gab's heute? Eier wie immer. Eier wie immer. Immer 5 Stück. Heute Abend machen wir Barbecue. Das ist gut. Gestern haben wir schön Nasi Goreng gegessen. Nasi mit holländisch Pindasauce. Ja, das ist auch sehr gut gewesen. Pindasauce. Und gegrilltes Hühnchen dabei. Das war richtig wie ein Restaurant. Das war Gourmet. Wir haben wieder einen Zapfleisch. Nach einem spannenden Drill hat der Adi jetzt einen Fisch Long Range gelandet. Heute Morgen haben wir die rechts getauscht, wie wir vorhin schon gesagt haben, auf 25er Boilies und ein kurzes Vorfach. And Duke is out. Look to the red rig. Adi, in the game. Time. Oh. 26.5 kilogram. My first big fish since 2 years because I didn't do a lot of fishing. Can you show it a little bit? Because I was working on Carp Casa. What a beauty. 26.5 on the Yala Yalas. 25 diameter this time. And of course some tips from Mr. Frank himself. We shortened the rigs to 8 centimeters and we suddenly got bites again. And they're hooked. We lost a few fish, but this was a change in game. Der nächste eben ist beim Hannes einer abgelaufen, beim Tobi, jetzt beim Papa. Hoppa! Hoppa! Ja, da ist er! Der nächste im Bunde. Hannes und Tobi haben eben noch weitere gefangen. Der kleine Bernd. Jetzt gucken wir uns mal aus der Nähe an. Aus der Ferne meine ich. Nee, Bernd geht gerade nicht. Schwimmt doch nicht schnell. Schwimmt nicht schnell? Schwimmt nicht schnell? Video der läuft. Hat schön mittags gebissen eben. Der, hier sieht man schon, der ist voll mit leichten
der Fisch hier. Hat 21,5 Kilo sowas. Wir haben erst gedacht, der wäre ein bisschen schwerer, weil er sehr massiv ist. Auch kann man immer wieder erkennen hier an diesem schönen Schuppenbild. So, und jetzt setzen wir mal gleich zurück. Ich möchte eigentlich gar nicht hochheben wegen den Babys im Bauch. Nur mal ganz kurz so. Das war's. So. Okay. Okay. Jetzt da war wieder schön. Extrem stürmisch heute. Aber den hat der Nico gerade hier aus dem Sturm rausgekitzelt, das geile Teil. Einen richtig coolen Fotofisch. Nico, was hat er? Richtig laut bitte, wegen Wind. 20,7 Kilo, richtig fette Waffe. Kurz und dick. So mag man sie. Oh. Ja. Was ein fettes Tier hier, wow. Echt krass. Oh. Eine wunderschöne Kulisse hier. Ja, this morning the rod went off again and after some changes with shorter rigs, this beautiful common came out. 23.5 kilogram. That's the way we like it, short and high with a big belly. There are all the fish are still full in the beginning of May. And of course, Yala Yala did the job again. The best bait in 45 years of fishing for me. It's unbelievable. Every time we go, wherever we go, always the good fish come out. And I have a big feeling, a very big one is coming out this week. Okay. Like Frank caught his 37.4 kilogram. Six. I think six. 37.6. Okay. So. Wir haben Donnerstag, der 4. Mai. Es gibt gute Neuigkeiten. Wir schreiben jetzt unseren vierten Tag, meine ich. Und der Papa hat wieder einen Tisch drauf. Sieht wieder so komisch auf nach hinten. Aber ich muss den vom Nachbar weghalten, den Tisch. Und den kriegt man eigentlich nur umgelenkt, indem man rückwärts läuft. Da kommen sie meistens mit, weil der gibt gerade richtig Gas. Scheint ein guter zu sein. Es gibt noch weitere erfreuliche Neuigkeiten. Unsere Yala Yalas haben wieder ihren Zauber verbreitet. Unser Kumpel Jörg hat wohl in der Heimat einen 40 Kilo Fisch gefangen. Wie schwer der genau ist, werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Na, sag mal was, Herr Schmidt. Ich bin ziemlich nervös gerade. In der frühen Morning. Und der Fisch, der fühlt sich richtig gut an. Aber was soll man sagen? Kann man hier nie wissen, die Fische sind echt sehr stark momentan, weil viel Sauerstoff drin ist. Aber ich denke mal, der ist schon ganz gut. Wenn die Bubble blasen, normalerweise ist guter Fisch. Ja, guck mal, Öbelblasen, das ist ein guter. Ja. Kampftier. Ja, Schuppi. So groß ist er gar nicht. Nee. Ja. Schuppi. Ja, jetzt geht er in die Kurve. Ich brauch's nicht filmen, ich bin noch nicht gestylt. Ja? Die Frisur war noch die Dache. Ja. Okay, kannst ausmachen, ne? Video ausmachen, Frank? Ja, ich ist jetzt gelandet. Schöner Schuppi mit ca. 23 Kilo, wenn wir jetzt mal tippen. So was in dem Dreh. Guck mal, wie wir sich täuschen kann. Der ist von ganz rechts nach ganz links gelaufen. Ja, und jetzt da mal wieder rein. Hallo? Hast du mal reingefilmt, Adi? Ach so, super schöner Fisch. Das ist ein schöner Fisch. 22, 23. Ja, auch sowas. Auch ein schöner Fisch. Schön sauber. Bye, bye.
Der Nico ist wieder beim Drillen. Was hast du denn vorhin gemacht, Nico? Erzähl mal. So, erstmal was zur derzeitigen Lage. Das Wetter hat sich verbessert, Sonne scheint. Fische springen nicht so viel gerade, aber da kommt schon was. Wir haben jetzt, wie viel werden wir haben, Tobi? 11, halb 12. Ich habe jetzt mal, weil tagsüber nicht viel Wind bei mir, habe ich mal einen Boilie. Genau diese Route hier tatsächlich mit unserem Peach Soak gesoakt. Ein geiler, geiler Tuner der Peach Sorte. Moment. Und hat direkt einen Karpfen. So. Ist jetzt glaube ich nicht der größte, aber. Das hast du diesmal nur auf dem Köder gemacht. Nur auf dem Köder. Ja, der Nico schafft mit allen listigen Tricks, wenn nichts geht. Das ist echt übel. Einmal war ausgepackt. Ich bin leider heimisch. Ja, jetzt ist er schon vorne, der Fisch. Schöner Schuppi. Zwar nicht der, der da einläuten sollte, aber zumindest in der Zeit, wo jetzt die ganze Zeit nichts ging, ist es doch ein super Fisch, oder? Cool. Achtung, da ist der Tobi, der ihn gekeschert hat. Nico? So. Da ist er, wir haben vierten Tag, glaube ich. Ah, vierten, fünften. Ja. Ich bin auch planreich. Du bist auch planreich, Adi. Adi ist wieder im Game. Heute war es ein bisschen ruhiger. Letzte Nacht auch. Der einzige, der wieder abgeräumt hat, war der Tobi. Hat leider zwei dicke verloren. Aber dafür kommen sie heute Nacht, hoffentlich. Übrigens, da steht der Tobi. Gucken wir mal, was der Adi hier rausholt. Da hinten haben wir Ausläufe von Zagreb. Super. Jawohl. Perfekt, Adi. Gefilmt. Ich bin jetzt auch ein Star. Große Augen hat er. Toller Fisch. Perfekt. What a beauty. Nico ist gerade am Drillen. Wir haben jetzt so 1 Uhr. Nico hat gerade ein riesen Brett verhaftet. Ein riesen Schuppi. Echt brutaler Fisch. Nummer 50 ist gelandet. Sag mal was zum Gewicht, Papa. Soll ich das sagen? Ja, mach du mal. Ja, wir haben gebankt. Ne? Wir haben gesehen, der Fisch hat einen Riesenschädel. Wirklich einen Riesenschädel. Ne? Ist makellos. Ne? Der hat keine Macke, kein gar nichts. Ne? Ein echt geiler Fisch. Bisschen länger als die Matte. Aber er ist von oben her nicht so breit gewesen. Ja. Ne? Aber was sollen wir euch sagen? Der Fisch hat 30,5 Kilo. Und ist damit die Nummer 50 über 30 Kilo. Yeah! Und wir sind im Rennen. Geil. Auch ich. Richtig geil. Geronimo wieder mal. Ja. So sieht man nochmal die andere Seite. Wahnsinnsfisch. Ja. Perfekt. Der Nico versucht ihn jetzt mal anzuheben. Ich habe noch nicht richtige Position. Erzähl mal ein bisschen was vom Drill. Der Drill war sehr, sehr nervenaufreibend. Der hat richtig viel Schnur genommen, hat auf die weiteste Route von mir gebissen. Ich habe zwei 13 Fuß im Rennen und eine 14 Fuß. Ist zwar untypisch, aber ich angle gerne mit unterschiedlichen Routen. Um die Länge, um die Entfernung ein bisschen zu verändern. Und er kam auf die weiteste. 14 Fuß hat wieder mal einen richtig schönen Schuppi gebracht. Was ein makelloses Schuppenbild hier. Und ein Paddel. Und Flex. Oh, mach mal.
Ja, und wie gesagt, der Drill war richtig lange. Hat sich total stark angefühlt, aber auch ein bisschen schnell. Schnell heißt bei uns immer so viel wie, kann ein richtig großer sein, aber normalerweise sind die schnelleren meistens die etwas kleineren Modelle. Aber der hat so viel Druck gemacht, da waren wir eigentlich gerade, dass er dicker ist. Und da ist er auch schon. 30,5 Kilo! Gratuliere! Geronimo! Geronimo! Der Nico tut mir jetzt nochmal einsprayen mit dem guten First Aid von Anaconda. So. War zwar sauber, Seite. Aber er hat einen kleinen Einschuss gehabt vom Nico. Ja. Da wird er jetzt noch verarztet und eingesprüht. Ist so, ganz jetzt wichtig auch. Jetzt halten wir es kurz mit hoch. Einwirken lassen. Ja. Zeig nochmal das Spray, Nico. Halt es mal kurz hierher. Das Gute, ja, sieht man nicht mehr, weil es schon nass ist, aber das ist das First Aid von Anaconda. Okay. So, jetzt düten wir wieder ein. So. Langsam mit der Matte runter. So. Was ein feiner Fisch. Schließen wir vorne ein bisschen, damit er noch nicht wegschwimmen kann, damit wir ein bisschen halten können. Hinten ein bisschen, damit er nicht rausrutscht. Und öffnen dann hinten, wenn wir ihn ins Wasser legen. So, jetzt bräuchte ich nur ein bisschen Hilfe. War der Eil schon dabei? Der Adi leuchtet. Am besten ich nehme vorne, weil ich hab Wartschuhe dran. Wegen Film ein bisschen. Genau. So. Okay, ich hab ihn. Immer mit der Neigung im Kopf ein bisschen nach unten vorne. Ja. Okay, Nico. Ja. Nico hebt nur über die Steine weg ins tiefere Wasser. So, jetzt können wir hinten schon aufmachen. Ja, hinten ist die Matte schon offen. Halt nochmal aus. Steht er schon gerade? Ja, scheint relativ fit zu sein. Ja, den kannst du glaube ich schon schwimmen lassen. Ja, sieht gut aus. Da können wir aber auch einfach die Matte jetzt öffnen. Ja. Und dann kann er sich dann alleine befreien. Der ist fit. Ja. Kampfmaschine. Lass mal nach rechts wegschwimmen. Ja, schon weg. Ah, weg ist er. Ja, guck. Geronimo! Hierher gucken. Weiter im Text. Zeigen wir ganz kurz dem Nico seinen Erfolgsrick. Oh, er fischt mit dem Einbleiben, mit dem ganz normalen Anitangel dran. Perle mit davor. Einer Ringswipe, einer Perle davor durchlaufend. Mit dem, diesmal mit dem Darkhorn-Vorfach und mit dem Piercer Shothook Größe 4 mit 5 Windungen. Ne, 4 Windungen. Bei dem Vorfach, Entschuldigung. Die ersten Tage habe ich die Fische noch verloren auf einer Monoschnur, Monorig, und jetzt hat das Geflecht den Erfolg gebracht. Geil. So kann das weitergehen. Nachdem ich ein paar Fische verloren habe, musste eine Änderung her. Die kam hier mit und die letzten Fische haben wir alle gefangen. Deswegen, vielleicht läuft es jetzt. Deine Kopflampe hängt auf 7:30, aber das macht ja nichts. Passiert, nix. Passiert. Wir haben den 5. Mai 2023. Jetzt geht gerade die Sonne auf. Und ich weiß nicht, ob man das da draußen sieht. Da springen einige Fische oder kommen einige Fische hoch. Das ist so der Bereich, wo wir fischen. Links der Adi, in der Mitte ich und rechts der Nico. Nico hat heute Nacht 30,5 Kilo Schuppi gefangen. Rechts von uns, da drüben, da sitzt der Hannes mit dem Tobi. Naja, mal gucken, was bei denen war, das wissen wir noch nicht. No, aber es geht erfolgreich weiter. Super. Tobi füllt gerade die Matte. Wir haben den nächsten Morgen. Was meint er, wie viel Uhr wir haben? Das ist kurz vor 9. Kurz vor 9. Bis jetzt, die davon ist ruhiger. Aber so habe ich es gern. Lieber die Nacht, ein bisschen weniger, aber dafür richtig. Jetzt gucken wir mal, was es hier an Gewicht mit sich bringt. Der gute Fisch hat 28,4. So,
Tobi. Hatten oben. Jawohl. 28,4 Kilo. Ein bisschen auf den 30er, jalla jalla. Die ganze Nacht war ein bisschen ruhig. Im Vergleich zu den letzten Tagen, aber dafür hat es heute Morgen richtig gescheppert. Die letzten paar Tage waren eher die kleineren am Start. Und jetzt schaut euch das Tier mal an. Super. 28,4, Tobi. Yes. Weg ist er. Wir wollten auf jeden Fall, der war zu schnell. So, die Fische haben angefangen zu laichen. Aber mal gucken, vielleicht geht doch irgendwas. Weil oft haben wir gerade beim Laichen besonders dicke gefangen. So.